Ich habe ihn eigentlich nur in Erinnerung, dass er an seinem Platz saß und gemalt hat. Für mich war der Ernst Weiss eine Person, die sehr strukturiert war. Und fiel auf durch seine Konstruktionen in den Bildern und seine Farbigkeit. Tafel beschäftigt sich mit dem Thema, vor Gott ist nicht einer vergessen, und stellt da das Zusammenwirken von einzelnen künstlerischen Heiminsassen wie Karl Gindele, Ernst Weiss, Maria Bayer, die sich mit dem Thema Menschsein in all seinen Lebensformen, und wie Sie sehen, die Gedenktafel beschäftigt sich nicht mit der Deportation und in traurigen Farben, sondern, was erstaunlich für die damalige Künstlerin war, dass fröhliche Farben genommen wurden, dass Elemente aus dem Leben genommen wurden, trotz dieses tragischen Themas. Was sehr erfreulich ist, es gibt auch ein Foto, was genau diese Szene im Atelier von Christine Fausel zeigt, indem er an diesem Bild malt, an dem Apfelbaum, dem Vorwerk und wieder im Horizont das Dorf, was dahinter liegt. Und über allem scheint hier der Mond.